Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt's nochmal eine neue Folge aktive Relaft-Tipps mit meinem Homie, dem Allotrix. Stell dich kurz vor. Ey Leute, was geht? Allotrix ist hier und so und jetzt nimm erstmal meinen Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Ja, Diggi. Also, wen haben wir denn noch am Start? Ich würde sagen, Marcel Scorpion, stell du dich auch mal vor. Was geht YouTube? Marcel zu dem Scorpion ist back am Start hier für euch und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Sniper Ghost Warrior 3. Okay Leute, und mit dieser Einleitung sag ich natürlich auch hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir sehen hier nochmal unsere Stats von der letzten Mission. War etwas riskant, bis ich freie Sicht hatte. Gute Arbeit. Und wir machen weiter. Danke. Ich sollte mir doch ein wenig Freiraum verdient haben. Hab gehört, dass Robert gesichtet wurde. John? Er ist mein Bruder. Das Gesuch wurde abgelehnt, Soldat. Er ist keins unserer Ziele. Ich weiß. Kommst du damit zurecht? Ja, schon okay. Konzentrier dich, John. Dich erwartet schon genug Ärger. Wir haben Geister im Unterschlupf bemerkt. Die Bewegungssensoren zeigen Schatten. Wie viele? Könnten 3 oder 4 sein. Ein Überfall? Oder eine Durchsuchung. Vielleicht ist der Standort aufgeflogen. Verdammt, wir haben einen Waffenvorrat, Karten und aktuelle Informationen. Geh dorthin, aber sei vorsichtig. Sie wissen sicher, dass du kommst. Gut, vor Geistern hatte ich noch nie Angst. Ende. Es ist schon übel, wenn man seinen eigenen Bruder quasi verliert, weil er irgendwie von irgendwelchen Söldnern gefangen genommen wurde. Und dann bekommt man einfach die Antwort, wenn man ihn suchen will, weil es Hinweise gibt, kommt einfach die Antwort, dass man nicht darf, weil es nicht zum Missionsziel gehört. Ist schon ziemlich assi, aber so läuft es ja wirklich ab. Also, das ist echt krass. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ja. Und jetzt sind scheinbar unsere Feinde in unseren Unterschlupf eingedrungen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und ja, mal schauen, ob dort überhaupt noch welche sind. Und ob die was durchstöbert haben. Oder ob es nur Falschalarm war, was ich aber nicht glaube. Ich meine, wieso soll es denn einen Falschalarm geben? Das ist halt das beim Open World, ne? Man ist halt einfach lange unterwegs, wenn man kein Fahrzeug hat. Und ich meine, da wir hier irgendwo am Arsch der Welt in Georgien sind, denke ich mal, wird ja auch nicht allzu oft ein Fahrzeug vorbeikommen. So, wir sind jetzt zwar fast da, aber es ist trotzdem ganz schön belastend, wie lange das dauert. So, ich erhole mich jetzt erstmal ein bisschen. Lauf jetzt ganz gechillt rein. Ich weiß ja nicht, was mich da unten gleich erwartet. Und ich will da nicht komplett außer Puste reingehen. So. Fast komplett regeneriert. Das sehen wir hier unten rechts. Jetzt habe ich mich komplett regeneriert. Was den Atem angeht. Bastard. Lang nicht mehr gesehen. Ja, so. Ist schon. Das war für den Scheiß in Afghanistan. Hab's verstanden. What the fuck? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mir zu sagen, weshalb ich hier bin. Ich habe den Auftrag, die Separatistenzellen zu destabilisieren und ihre Anführer auszuschalten. Ich will nicht lügen. Ich brauche jemanden, der die Region kennt. Das ist ein Witz. Dachte, ich hätte klar gesagt, ich würde nie wieder für die Regierung arbeiten. Doch, glasklar. Es gibt den echten Grund. Robert, er ist hier. Robert? Oh, Robert. Also hast du mich hierher geholt, um nach Geistern zu jagen? Du weißt, dass ich in Georgia polizeilich gesucht werde, oder? In den vergangenen 6 Wochen haben CIA, BND und Mossad einen Mann, der zu Roberts Beschreibung passt, im nördlichen Georgien beobachtet. Deshalb? Mann, John. Du hast diesen Auftrag nur angenommen, weil du denkst, er wäre hier. Robert ist mein Bruder, Lydia. Er ist Familie. Wofür brauchst du mich? Du kennst die Gegend besser als alle anderen. Du bist eine klasse Kämpferin. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Damals in Afghanistan. Das ist schon lange her. Ich weiß nicht, ob es dir etwas bedeutet, aber es tut mir leid. Es tut mir leid,
wollte dich nicht verletzen. Du unglaubliches Arschloch. Fein. Ich helfe dir, deinen kleinen Bruder zu finden. Ich frage ein paar meiner Kontakte. Lass sie wissen, dass ich wieder im Geschäft bin. Bis bald, Marine. Ein weiterer Tag im Paradies. Okay, das war jetzt also unsere alte Bekannte scheinbar. Die ist ja nicht so gut auf uns zu sprechen. Keine Ahnung, scheinbar haben wir der mal das Herz gebrochen. Kommt mir zumindest so vor. So wie sie sich verhalten hat und das, was wir gesagt haben. Das würde ganz gut passen. Ja. Aber ich bin schon mal zufrieden, dass sie uns helfen will. Nächste Mission ist also jetzt Totengräber. Komm rein, Lodestar. Alter, komm ist das schon, weit. Lydia, nicht auch du noch. Sie sind leicht von außen, völlig verdorben von innen. Aber du bist wirklich eine verdammte Tötungsmaschine. Dafür muss man wohl so sein. Dann lass uns anfangen. Thomas und David Cedamonice haben damit begonnen, alle Separatistenzellen zu vereinen. Die brutalen ethnischen Säuberungen haben wieder mal alle Menschen, die Hass in sich tragen, zusammengebracht. Es ist ein georgischer Widerstand aufgekommen, der an den Rändern der Separatistenkampagne wegbricht. Kurz gesagt, Sabotage. Das sorgt für Zerrüttung. Nicht sehr doll, aber mit viel Herz. Wie können wir sie für uns gewinnen? Mit einem humanitären Einsatz. Zivilisten werden an einem alten Friedhof gebracht. Dort werden sie von Separatisten hingerichtet. Rette sie. Mit Hilfe der Informationen vom Widerstand können wir Thomas und David ausfindig machen. Ist mir ein Vergnügen. Ende. Pass auf dich auf da draußen. Okay, jetzt haben wir erstmal endlich ein Fahrzeug. Gut zu wissen, dass das da steht. Ich hoffe, dass das nach der Mission auch noch da ist. Dann können wir das auch wieder benutzen, um nach Hause zu kommen. Oder besser gesagt, halt zum Unterschlupf zu kommen. Ja, weil dieses Laufen ist echt belastend. Fahren wir aber erstmal die 1,5 Kilometer dahinter. Und ja, dann schauen wir, was uns dort erwartet. Die Straßen hier sind auf jeden Fall extrem gut. Hust, hust. Ich versuche aber so ordentlich wie möglich zu fahren. Immer schön auf dem Weg bleiben. Ist ja bei so einem Survival Trip das A und O. Aber ich muss sagen, die Gegend hier, die sieht schon echt ganz schön abgefuckt aus. Also da ist nichts mit normaler Zivilisation. Scharf links. So, jetzt sind es nur noch gut 500 Meter. Zeigen, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie das dort ausschaut. Infiltriere das Missionsgebiet. Ja, da parke ich lieber ein bisschen außerhalb. Halte ich lieber hier schon an. Oder halt hier. Ja, hier müsste eigentlich passen. Lokalisiere die Geißeln. Töte das Ziel. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange das hier dauern wird. Und wir sind schon fast wieder bei 10 Minuten. Deshalb beende ich die Folge jetzt schon. Es war jetzt nicht so eine Special-Folge. Aber wir haben immerhin eine alte Bekannte wieder getroffen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Mission Totengräber. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.